Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich zu diesem Ausrufezeichen? Das ist bestimmt oben auf der Kathedrale oder so. Muss ich wohl einen Weg hinfinden. Und die Sache ist, ich habe noch keine Ahnung, wo der sein könnte, ne? Aber ich werde es, denke ich, mal noch finden. Bestimmt ist der hier irgendwo beim Geheimgang. Oh mein Gott, wie bin ich da runtergetroppt und den zweiten Teil runtergefallen, ohne Damage zu bekommen? Meine, ich beschwere mich nicht, aber... Hm? Ein bisschen weird. Ist das hier... Warte, was sagt überhaupt mein Missionsbuch? Brauche ich irgendwas anderes machen? Was sagt das Missionsbuch? Den Altar auf dem Dach der Feste im Sumpf von Saturn. Dann muss ich aufs Dach. Okay. Gut zu wissen. Feste Hintereingang. So. Die Frage natürlich, wie kommt man aufs Dach? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, hinterm Thron. Okay. Nehme ich. Nehm's. Oh, wir sind oben auf dem Dach der Feste. Nice. Bettlerschale. Ich eigentlich alle haben Items. Nein, mir hat der Blauwurz gefehlt. Noch eine Blume. Aber was ist große Loot hier oben? Muss für irgendein Opfer dargebracht werden. Ach, ich krieg noch nicht den großen Loot. Naja, das ist schade. Aber dafür freue ich mich gleich auf den Loot umso mehr. Don't twink and game, Kids. Don't twink and game. Ihr seid Beste, habt Schatz vor Dexen bewahrt. Was? Großer Altar dort, aber nichts passiert? Ach ja, stimmt ja. Auch mit Schlüssel wären Dexen dort nicht sofort weitergekommen. Gacha erzählt euch nächstes Mal mehr. Danke für Schatzschutz. Das hier ist Dank dafür, dass ihr Schatz von Riesenvolk beschützt. Das ist viel EP. Und Heilung 4. Das muss ich sofort Schala reinknallen. Ich weiß zwar jetzt nicht. Ah doch, die hat da ein bisschen was. Physische Abwehr hoch. Ah, da oben kann man sortieren. Nach Name, Rang, Wert. Ich sortiere, glaube ich, mal nach Wert. Ich glaube, anders entschieden ist, sortiere nach Rang. Ah ne, warte, Heilung 4 ist gar nicht hierfür. Kann der Schala gar nicht nehmen. Okay, Schurk, Heilung 4. Warte, Heilung 4. Ah, Heilung auf den. Ah, so rum war es. Okay. Rewind. Heilung 4. Dafür brauche ich nur irgendwas mit einem Slot. Ja, das ist gut genug. Heilung 4. Ihr ahnt, dass Altarenfest in der Verbannung Geheimnis hat? Ja, nochmal. Gacha erzählt euch, ein Altar muss geopfert werden. Riesenvolk hat mystisches Zeit gelebt. Rituale und Hokuspokus-Fidibus. Okay. Das gilt auch für Ruinen in anderen Regionen. Sie waren riesengroß, aber anscheinend keine Barbaren. Wahrscheinlich hatten sie eine feste Ordnung und strenge Regeln. Könnte sein, aber nicht nur hier Riesen. Hatten irgendwo großen Streit mit weißen Spinnen. Interessant. Gibt also auch damals Konflikte zwischen verschiedenen Völkern. Das Riesenvolkspiegel auf Altar legen. Rein Daksha auf Bayonis Bein, nicht weit von hier. Holt dort Spiegel und bringt ihn zum Altar. Den kennen wir doch.
Wenn ihr alles richtig macht, erscheint Schatz. Gacha weiß auch nicht genau, was genau. Falls ihr schafft, zeigt Gacha bitte Schatz. Da fällt mir mal ein, ne? Zur Zeit die Spinne dazu legen. Ich meine, ich habe das Item, ich könnte die Quest weitermachen. Aber ich werde die Quest authentisch machen. Wir kennen ja schon den Schrein Daksha. Und ich mache die Quest mal authentisch und kämpfe gegen die Spinne. Anstatt wieder vorher wegzurennen. Hoffe einfach nur, die Gegner hier drin bemerken mich nicht. Aber nur der dunkle Igel hat das Auge. Das heißt, ich muss mich nur von dem fernhalten und dann ziehe ich keine Aggro auf mich. Das hat funktioniert. Aber hey, ich bin durchgekommen. Alles gut, alles gut. Das war echt so. Das hat jetzt ernsthaft nicht geklappt. Daksha Schrein. Aber sieht man, wieder ein bisschen was über die Welt. Anscheinend gab es einen großen Krieg zwischen Spinnen und den Riesen, die ehemals in dieser Welt gelebt haben. Ist doch schön zu wissen. Oh. Füße Abwehr senken. Nice. Und noch Sloan. Nice. Verdammt, die Akkus wieder auf mir. Wine, mach was. Danke. Okay, bis jetzt ist die Spinne da jetzt noch nicht so mega gefährlich. Oh, umgeworfen. Erschütterklinge, let's go. Mann, die ist echt langsam, die Erschütterklinge. Machte richtig schwer, die zu treffen. Okay. Ich verstehe, warum der Boss da nicht ganz ohne ist. Und vor allem sind jetzt auch wieder alle ohnmächtig. Muss mal Schala hier aufmuntern, so geht das nicht. Verdammt, wieso habe ich wieder die Akku auf mir? Muss mal wieder Shadow Eye machen. Und Backslash. Und die Sache ist, den Monado Buster, den einzusetzen, ist super riskant. Finde ich zumindest. Oh, umgeworfen. Das krieg ich jetzt hin. Weil die Sache ist damit, gerade bei Bosskämpfen, wenn du halt in einem Bosskampf bist und der Bosskampf dann eben, ja, ein bisschen kritischer wird und du brauchst eine der Monado-Techniken, kannst sie dann einfach nicht einsetzen, weil du gerade den Buster benutzt hast. Also eine der defensiven Monado-Techniken. Das ist dann schon dezent belastend meistens. Nein, nein. Oh, hat diesmal wenigstens keinen umgeworfen. Ah doch, alle sind ohnmächtig. Erstmal wieder Schale heilen, weil wenn die drauf geht, habe ich das Gefühl, ist nicht so gut, ne? So, jetzt aber hier schön von der Seite. Und Schale mal auch noch ermutigen. Geht doch. Ja, und genau für solche Momente wie jetzt gebe ich mir dann die Monado-Techniken auf. Warte. So, hier. Ich mach mal Impuls auf Wine. Verdammt. Moment, zu spät. Aber hey, ich hab ja zum Glück noch hier, Link. Oh. Kommt schon. Yes. Unmächtig geschlagen. Bin gerade am überlegen, Group Attack, ja oder nein? Auf jeden Fall erstmal Wine heilen. Und durch Heilung 4 geht das ja auch gut. Verdammt, da kann ich jetzt leider nicht mit ihm. Aber während ich kann gewisserweise auch mit ihm Chain Attack und Unmächtig schlagen.
Ne, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Selbst Spezial. Zeige, nice. Ja, nehme ich. Nehme ich immer. Nice. So, und ich habe jetzt schon wieder Ewigkeit noch meine Monado-Fähigkeit, aber wie gesagt, da ich die für den schlimmsten Fall bin, praktisch auf Cooldown lasse, finde ich eigentlich ganz gut, wie gesagt. Ich bin sehr zufrieden mit der Taktik, die ich da entwickelt habe. Und jetzt kommt Abwehr runter. Nein, ein Sturzaufschlag. Diese Attacke, ne? Die ist schon ziemlich belastend. Yes, jetzt kann ich aber den hier machen. Dynastra und Donnerschlag. Okay. Wollte ich mal gucken, was die Waffen können. Ich meine, die wurden von dem Boss. Das ist ein ganz schöner maximaler Damage. Über Nachtsicht. Ja. Ja, das ist auch sauber. Komm. Nehme ich. So, und jetzt gehe ich zurück. Weiß ich, mag vielleicht ein bisschen kleinlich sein, das so zu machen, aber ich habe so gedacht. Es ist jetzt gedacht, dass man an der Stelle den Boss da besiegt, also mache ich es auch. Ich einfach so, Leute, ich habe das Item, ich renne mal schnell weg. Ah, bringt ihn auf. Okay, ich soll ihn aufs Dach bringen. Alles klar. Ich glaube, von hier aus sollte es am schnellsten gehen, da hochzukommen. Ja, genau, hier gibt es auch den Weg da hoch. Gut, gut. Dann, ich habe so gehofft, ich könnte einfach so stylisch über den Gegner drüber springen. Also die Hitbox von dem Gegner ist dafür ein bisschen zu groß. Geht noch eine Blume, glaube ich, hier in dem Gebiet. Reich der Dicks. Oh, der König ist entthront. Das heißt, sie werden mich wahrscheinlich auch nicht mehr angreifen. Nice. Einfach so. Da rennen Leute durch unser Schloss. Könnten versuchen, sie aufzuhalten, aber. Warum sollte man? Warte. So, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ein seltsamer Gegenstand ist erschienen. Mut der Riesen. Ei? Erhabene Königin. Oh, warte. Das sind ja zwei von denen. Warte, das ist die Königin. Da hinten kommt sogar noch eine dritte. What the? Nein, kannst du bitte mal die Akku von denen triggern? Wäre ganz nett. Als Schurk will ich nämlich definitiv nicht die Akku haben. Von der erhabenen Königin. Danke.
Okay, das läuft hier so weit ganz. Naja, okay. Hab nichts gesagt. Ist der König. Die Musik ist, die hört sich ein bisschen kritisch an. Bin ich ganz ehrlich. Muss nur gucken, dass die Akku von dem Gegner auf mir bleibt. Gut. Weil wenn die jetzt auf Wein übergegangen wäre, das wäre so gewesen. Du gehst nicht ernsthaft jetzt auf Wein, wenn ich mich selbst schielde. Das wäre es halt echt noch gewesen, ne? Hat Ryan gesagt, dann Turning of the Heat oder Hate? Und die zweite Frage ist, will ich überhaupt wissen? Komm, ich mach mal den Buster hier. Hat irgendwie weniger gefragt, als ich gedacht habe. Aber Menado ist so schnell wieder hochgefahren, wenn man dem normale Attacken gegen die Gegner einsetzt. Das sollte kein Problem sein. Dafür muss der Schurk aber auch. Ja, macht ein paar normale Attacken. Okay, Menado ist wieder da. Ah, ich kann wieder draufballern. Nice. Warte, wenn ich so stehe, dann könnte ich beide mit einem Buster. Oh nein, die zweite Spinne hat sich wegbewegt. Verdammt. So viel zu meinem genialen Plan. Ich habe keine Ahnung, was Befehl der Königin überhaupt macht. Okay, die schläft. Da hinten ist halt noch eine dritte. Die scheint aber den Riesenkampf hier gar nicht bemerkt zu haben. Könntest du bitte nicht auf Schala gehen? Danke. Ich will nämlich meinen Healer eigentlich noch behalten. Sonst glaubt er nicht. Und nice. Bindendes Netz langsam. Ah, nicht gut. Definitiv nicht gut. Vor allem halt genau in dem Moment, in dem das Ding seine Akku ändert, war es dann gerade so, ja ne, ich geh mal jetzt auf Schulk. Und Stärke und Verteidigung von dem Ding runter, einfach beides. So muss das auch sein. Jetzt bitte wieder auf Wine gehen. Warte, ich helfe mal kurz dabei. Warte, ich. Manchmal ist so die Detection, wann man an der Seite ist und wann man hinten ist, ein bisschen broken, habe ich das Gefühl. Oh, warte. Wine heilen. Und Chain Attack. Und schön unmächtig schlagen, bitte noch. Nice. Ich war so gerade am Überlegen, nochmal unmächtig schlagen? Ja. Ist das vielleicht ein bisschen fies? Auf jeden Fall. Mache ich trotzdem? Ja. Weil ich bin wirklich neben so nett, da kann ich auch mal gegenüber virtuellen Gegnern fies sein. Zumindest meine Logik. So, okay. Jetzt hinten. Königin Kokon, Eisenrüstung, großer Königin-Kristall. Nice. Will ich da hinten auch noch plätten? Ah, die Frage hat sich erledigt. Vor allem, da ich das einfach gegen Gegner kämpfe, ich glaube, die geben halt echt gut XP, ne?
Wenn ich das mal gerade so sehe. Oh komm, Verteidigung runter. Let's go. Dass man wieder einen schönen Backslash hat. So, das war gerade fast so, als hätte der Gegner den Backslash gesehen. Hat gewusst, er kommt, dreht sich gerade um, damit er nicht komplett davon weggekrittet wird. Nur um sich dann wieder auf Ryan zu fokussieren. So kam es mir gerade echt vor, ne? Ist der Königin, ja, Bild, passt. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich die Minado-Fähigkeit nicht benutze. Oh, jetzt geht er auf Ryan. Macht so einen riesen Unterschied. Warte, wie oft wurde die Akku da jetzt in kurzer Zeit gebrochen? Das war irgendwie so 3-4 Mal. Direkt hintereinander, wo ich mir auch so gedacht habe. Okay. Backslash, let's go. Und jetzt ist er wieder auf mich getriggert. Ah. Und mal den guten Freund da mal umwerfen. Ja, Schutterkling ist ganz gut, ne? Und jetzt gleich noch eine Schutterklinge da hinten hinterher. Wie ich gerade eben schon mal gemacht habe. Ich liebe die Kombi. In der Angriffskette Schutterklinge und danach noch eine hinterher hauen. Das ist echt super. Und kommen immer noch so vor. Immer wenn es ein Backstress machen will, dreht sich um, ist danach wieder auf Ryan getriggert. Mit Instant. Immer so. Ist ja ernsthaft gerade, oder? Aber jetzt mach ich mal umgekehrt. So. Hat den Backslash erstmal reingehauen. Und zwar, als er sich weggedreht hat. So kann sich das verwenden, hä? Okay, jetzt kann ich voll drauf und das Ding ist eh fast tot. Oh. Bin schon wieder Nacht hier geworden. Gut. Jetzt kann ich aber zum Morlakus und vom Mut der Riesen erzählen. Als sie Opfer zu Altar gebracht hat, kam böse Spinnen. Konnte doch Katscha nicht witzen. Aber Schatz habt ihr bekommen? Was? Komisches Ding. Das ist Mut der Riesen. Ganz tolles Dingsbums. Zum Glück haben Dexen Dingsbums nicht bekommen. Aber Mut der Riesen allein bringt uns nicht viel. Ihr solltet mitnehmen. Ihr müsst Ruinen von Riesenvolk in allen Regionen erforschen. Dann wird der Mut der Riesen sicher noch von Nutzen sein. Unbezahlbare Informationen. Ihr solltet Katscha pelzige Füße küssen. Wollte ich wissen, dass die Füße pelzig sind? Nein. Weiß ich jetzt? Ja. Ryan hat schon wieder eine neue Fähigkeit. Hab's gesehen. Erstmal guck ich mir hier die Bäume an. Und da auf das wollte ich gehen. Mal sehen, Ryan, was hast du denn Schönes? Dürfte der dann ja noch auf Stufe 1 Kraft sammeln. Charakter sammelt Kraft. Was bei Kraft sammeln? Sammelt ihr Charakterkraft? Also. Das ist mir zu weit hergeholt. Ich glaube zwar vieles, aber das... Nee. Sorry. Warte, und ich hatte noch eine Mission hier, glaube ich, oder? Die Noppenmedizin in der Nähe von Morlakus. Warte, das ist im Süden von hier, also muss ich hier runter. Okay. Ich war gerade orientierungslos, bin ich ehrlich.
Aber jetzt, wo ich sehe, ist dann auch so, ah, klar. Man sollte aufpassen, nicht von der Gehölzeule zu werden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier rumgehe, gehe ich um den Rücken von der rum. Das heißt, sie sollte mich tendenziell nicht sehen. Und es ist auch der einzige Gegner hier in so einem hohen Level. Also mir der Rest auch egal. Aber passt schon. Passt definitiv schon, würde ich sagen. Gut, dieser Teufleder hier, die können mir eigentlich recht egal sein. Ich war doch schon hier. Da lag die Nordhorn-Medizin aber noch nicht da. Da. Ach ja, stimmt, nachts sollte ich mich lieber porten. Da war ja was. Warte mal. Ach nee, die Nordhorn-Medizin, die war doch für. Ja, für den Egoisten da oben, ganz vergessen. Ich finde es wunderschön, einen Gegner hier einfach vorbeigehen zu können und nicht gegen jeden kämpfen zu müssen. Ein Federblatt. Gib mir das denn noch? Oder ne, was hat mir hier nochmal an Sammelitems gefehlt? Eine Blume war, stimmt. Das war keine Pflanze. Es war genau eine Blume. Geh bitte weg. Geh einfach weg. Okay. Gut, dann drehe ich halt eben auf Tag. Das ist ja auch weg. Dann nehme ich gerade so. Er ist Level 80, gegen den will ich nicht kämpfen. Genau, das ist Nopponmedizin. Hab gut gesucht und gefunden. Muss Medizin nehmen, wirkt sofort. Endlich schlappe Müdigkeit weggeblasen. Ich warte ja auch nicht lange, alleine. Ihr alle habt mir ja geholfen. Vielen Dank, bitte nehmt Belohnung. Und natürlich habe ich noch eine Mission für einen. Aber ich mach mal kurz was. So. Was für eine Mission hat er denn für mich? Oh, Sassadans Wohltäter. Dank euch ist Sassadan wieder ganz gesund. Kennt ihr übrigens rote Pollenkugeln? Und da, ja. Kennt ihr nicht? Roten Pollenkugeln kann man tolle Dinge machen. Hier ist ein Bitte, taucht sie mal ins Leuchtmoor und werdet Überraschung erleben. Also dann erzählt euch nur, weil er euch so sehr vertraut. Deshalb müsst ihr auch Sasa dann vertrauen. Ganz neue Sache wird entstehen. Bitte geht und macht. Hey Poki, wie geht's? Ich hab gedacht, ich sag dir mal Bescheid, dass ich stream, weil irgendwie. Hast ja gesagt, du hast letztes Mal verpeilt, hab so gedacht. Hat er es jetzt schon wieder verpeilt? Rote Kugeln einfach. Bin ich mal jetzt gespannt, was passiert. Oh. Hast gerade ein bisschen gepennt.
wir es in etwas Essbares verwandelt haben, bringen wir es zu Sazerland. Und ja, du hast verpeilt. Erstmal meine Frage, Popo. Das ist kein Vorwurf, aber ich frage trotzdem mal. Wie kann man das verpeilen, wenn ich eigentlich extra deswegen vorm Stream immer eine Ad Everyone raushaue? Das ist ja bei mir der Sinn, warum ich überhaupt die Ad Everyone benutze auf dem Discord-Server. Mir wird der nicht angezeigt. Wieso wird der nicht angezeigt? Warte mal. Ich werde mal gleich was machen. Ich schaue nämlich mal, wie die Channel-Einstellungen sind. Ja, okay. Not safe for work channel bestimmt nicht. Dann gehe ich mal kurz in die Server Settings. No, wo kann man das nochmal nachschauen? Ich stelle PubAd hier und Ad Everyone unterdrückt. Also insgesamt für ganz Discord. Oder wie? Und wie war's? Überraschend was? Verblüffend was? Nicht besonders? Pa, ich hab wohl kein Auge für wahren Wert. Dann könnt ihr Hochmoor Kaviar ja Sazerland geben. Als Sazerland Kaviar machen wollte, haben Monster angegriffen. Gut, dass ihr jetzt erledigt habt. Was ein Egoistik, ja. Kaviar ist so gut, göttlich, reine Verschwendung für euch. Wenn ihr es versteht, kann Sazerland dann auch nicht helfen. Der Typ, der ist echt ein Arsch. Jetzt führst du noch eine Mission für uns. Ah ja. Je, was soll Sazerland dann nur tun? Weiß nicht weiter. Ich will dem Typen eigentlich nicht mehr helfen. So ehrlich nicht. Du bist ein Arsch. Wenn ich richtig sehe, I guess. Ja, kann gut sein. Kommt zu gutem Augenblick. Muss Hochmokaber jemanden zuschicken, aber Botenpon kommt nicht. Wusste nicht ein, nicht aus. Aber jetzt seid ihr hier. Wollt doch sicher helfen. Wie soll den Kaviar nun überbringen? Das sollte leicht sein. Ist das Zeug nicht ein Monstermagnet? Nein, aber nein. War nur Zufall, dass er dann angegriffen wurde. Ah ja. Sazerland sieht einfach zu süß aus. Na? Dann sollte es doch ein leichtes sein. Ihr müsst Noppon namens Deleba Hochmokavia geben. Deleba lebt hinter Sumpf von Satol weit, weit, aber ihr seid sicher flink da. Super leichte Aufgabe. Danke fürs Annehmen von Aufgabe. So wird Deleba nicht wütend auf Sazerland. Sazerland. Das ist hier. Bitte bring Kaviar sicher ans Ziel. Bitte danke. Ich würde die Quest ja ungern machen, weil der Typ halt, wie gesagt, ein ziemlicher Arsch ist. Aber hey. Das ist eine Nebenquest. Ich werde es im Endeffekt machen. Aber, Buki, hast du at everyone auf Gesamt-Discord unterdrückt oder nur auf dem Server? Oh, dann kommt jetzt mal mit Kopf. Oh nein. The lift don't work. Looks like it's been broken for a while.
We'll have to find another way up. Another way? You don't mean climb up there? We may have to. Come on, you can't be serious. Why'd someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Ich fand es übrigens super, dass ich den Rahmen zuerst nicht ausgeschaltet habe, ne? Auf deinem Server gab es eine Zeit, wo ich ziemlich viele Pings bekommen habe und den Großteil gemutet habe. Auch deinen Server gemutet, ja gut. Also jetzt mal für alle, ne? Da schreibe ich, glaube ich, dann auch mal nochmal in Discord. Man, also... Weil irgendwie sagen alle immer, ja, dass du so viel Everyone benutzt, ist okay, ist ja dein Server. Aber wenn dann trotzdem Leute deswegen nicht reinschauen, würde ich das halt schon gerne wissen. Weil irgendwie ist das dann auch blöd, wenn Leute at everyone muten und dann die Streams nicht mitbekommen. Aber du hast schon wieder umgestellt, keine Sorge. Ich meine, selbst wenn, wäre auch egal. Das heißt, wäre egal, wäre halt wirklich schade, aber ansonsten wäre es auch nicht so weltbewegend, denke ich mal. Die Sache ist halt die, ich weiß ja, du wolltest in die Streams gucken und hast dann das deswegen unterdrückt. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Oh, das ist eine schöne Statue, auf jeden Fall. Dämmerungsbrücke. Komm, oh nein, ich komme nicht wieder hoch. Nein! Nein! Lol, das ist ein Item. Best ein Stück. Okay. Alles klar. Ich denke mal, sollte ich weniger als everyone benutzen auf dem Discord-Server? Also jetzt mal eure ehrliche Meinung dazu. Sollte ich das weniger benutzen? Oder ist meine Benutzung von everyone auf dem Discord okay? Ich meine, wir wollt, ihr könnt doch ruhig ehrlich sein. Ist kein Thema. Das ist komplett okay, ja. Gut. So, Streamplan, so ein bis zweimal in der Woche. Streamplan einmal in der Woche. Weiß nicht, wieso ich den zweimal posten sollte. Streamplan einmal in der Woche. Dann halt meistens noch die im Schnitt zwei Streams und drei Pings in der Woche. Die Ankündigung. Ja, ich denke halt, es ist auch okay, aber. Wenn es jemand nur so nebenbei auf dem Server ist, kann ich schon verstehen, dass die Pings irgendwann nerven. Ich meine, ich bin ja selbst jemand, der seine Pings und so weiter gerne ein bisschen geordnet hat. Also ich will auch immer schön, dass bei Discord keine neuen Benachrichtigungen steht und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So geht's mir da zumindest immer. Oh. Sollte darauf aufpassen, wie ich kletter. Und ja, das ist halt eine Sache. Keine Ahnung, ob die jeder macht. Oder ob viele Leute einfach die Benachrichtigung nicht wegklicken, sondern einfach den Server auf stumm stellen. Elektroader. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt dafür in dem Dekolleté stehen muss, aber hey. Was tut man nicht alles für sein Erz? Eine rote Sonnenblume.
Große Frage, ist, war das das Sammel-Item, was mir hier noch fehlt? Bitte sag ja. Mir fehlt noch das letzte in der Reihe. Sind die letzten auch immer die seltensten? Weiß ich gerade gar nicht, tatsächlich. Kugelmaß Liebchen. Warte, ich glaube, das habe ich schon. Wenn nicht, ich werde es gar nicht sehen, aber ich glaube, das habe ich. Oh, da oben ist das Ziel. Erstmal wieder runterspringen. Ich glaube, für den Dämmerungswürfeln habe ich das auch schon gefühlt 10.000, ne? Gipfel, ah, das ist ein Reisepunkt, nice. Ein Giftkürbis. Oh, Katze. Verdammt. Ich muss doch meine Cam ausschalten. Ryan, ready to go, Shulk? Yeah. But just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword, but I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban. You fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself? Never lying down. Never giving up. That's our pride and strength as Hons. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer. Ja, die Musik war halt wirklich schön. Hab ich also gedacht, ja, schreibe ich mal schnell im Chat, ne? Hab gerade überlegt, könnte man vielleicht von einem Aufzug reintroppen? Weiß es nicht. Aber jetzt geht's auf jeden Fall mal ins nächste Gebiet. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Gebiet aussieht. In der Version. Und wieso habe ich die Cam überhaupt ausgeschaltet? Wir sind nämlich in der unteren Luftröhre im Bionis.